Herr Präsident, meine verehrten Kolleginnen und Kollegen, der Haushalt des Innenministeriums war im letzten Jahr schon ein Haushalt der Superlative. Er steigt jetzt noch einmal um eine Milliarde auf über 15 Milliarden. Und wenn Sie das so verabschieden, dann sage ich schon im Vorhinein herzlichen Dank. Aus diesem gewaltigen Haushalt gibt es drei Bereiche, die ich heute in den Mittelpunkt stellen möchte. Drei ausgesprochene Ausrufezeichen. Das erste ist der Wohnungsbau. Meine Damen und Herren, bezahlbarer Wohnraum ist die soziale Frage unserer Zeit. Und deshalb bin ich froh, dass die Regierung sich auf ein umfassendes Paket für die Mieter, für die Investoren verständigt hat. Und da geht es jetzt nächste Woche Schlag auf Schlag. In der nächsten Woche beginnt der Start des Baukindergeldes. 12.000 Euro pro Kind, rückwirkend auf 10 Jahre verteilt, rückwirkend ab 1. Januar dieses Jahres ein Programm, das den Familien die Tür zu ihren eigenen vier Wänden öffnet. Das beginnt also nächste Woche. Ende nächster Woche am Freitag ist der Wohnungsgipfel im Kanzleramt mit der Kanzlerin, mit den beteiligten Ministerien. Und wir wollen dort den Schulterschluss mit den Ländern, Kommunen und Verbänden pflegen, einen Grundstein legen für die größte Wohnraumoffensive, die es je in einer Bundesregierung gab. Wir wollen damit den Startschuss geben für Initiativen zu 1,5 Millionen neue Wohnungen in dieser Legislaturperiode. Ich bin jetzt lange in der Politik tätig, kann mich nicht erinnern, dass zu irgendeiner Zeit eine so umfassende Offensive gestartet wurde. Es sind Milliarden zusätzlich für den sozialen Wohnungsbau. Wir werden nächste Woche im Kabinett das Programm von Olaf Scholz beschließen mit der Abschreibung des frei finanzierten Wohnungsbaus für 4 Jahre auf 5% zusätzlich. Wir haben das Baukindergeld, das ich gerade angesprochen habe. Wir werden die Städtebauförderung auf hohem Niveau fortführen. Und die Kollegin Barley hat ja schon im Kabinett eine Novelle beschließen lassen, die ja hier noch zu beraten und zu verabschieden ist, zum Mieterschutz. Dies alles, meine Damen und Herren, ist die richtige Frage auf die soziale Frage unserer Zeit, bezahlbarer Wohnraum. Das zweite Thema mit Ausrufezeichen und mit großer Rückwirkung auf den Bundeshaushalt sind unsere Antworten auf die Migration, europapolitisch wie hier in der Bundesrepublik Deutschland. Ich darf Sie unterrichten, dass von dem Masterplan zur Migration, den ich vorgelegt habe, bereits 2/3 der Maßnahmen entweder schon in der Umsetzung sind oder sogar schon abgeschlossen sind. Und ich bitte Sie, dass Sie die wichtigen Dinge, die auch gesetzgeberisch zu erfolgen haben, wie zum Beispiel sichere Herkunftsstaaten, dass das Parlament dies auch unterstützt. Ich darf Sie unterrichten, dass wir die vereinbarten, von der Bundeskanzlerin vereinbarten Flüchtlingsabkommen mit Spanien abgeschlossen haben. Wir haben mit Griechenland das Flüchtlingsabkommen abgeschlossen. Ich habe gerade erfahren, das Abkommen mit Italien ist auch abgeschlossen. Es fehlen jetzt nur noch die 2 Unterschriften von dem italienischen Kollegen und von mir. Um Reisekosten zu sparen, tauschen wir die Papiere aus. Also wird es noch vielleicht ein paar Tage dauern, damit wir nicht zur Unterschrift zusammenkommen müssen. Aber auch das ist ein Erfolg. Wir haben
die Zurückweisung an der deutsch-österreichischen Grenze für Menschen, die eine Einreisesperre haben, die Durchsetzung dieser Einreisesperre durch Zurückweisung an der Grenze. Auch das funktioniert. Wir haben personell und strukturell das BAMF reformiert. Die Situation dort ist sehr geordnet, ist sehr motiviert. Und da möchte ich mich auch beim ganzen Parlament noch mal bedanken, dass es über 1.600 zusätzliche Planstellen für das BAMF gab und über 4.000 befristete Arbeitsverträge in unbefristete Arbeitsverträge umgewandelt wurden. Damit ist diese Behörde wieder richtig schlagkräftig. Ich darf euch auch noch unterrichten, dass wir gerade dabei sind, auch bei der Bremer Außenstelle Vorkehrungen oder Maßnahmen zu treffen, dass die Bremer Außenstelle auch wieder ihre Tätigkeit aufnehmen kann. Die war ja unterbrochen durch diese Untersuchungen und darüber bin ich froh. Also ich darf dem Parlament sagen, das BAMF ist auf einem besten Wege, eine ganz wichtige Aufgabe für unseren Staat zu erledigen. Ich danke auch den Mitarbeitern. Wir werden jetzt wahrscheinlich noch im September, höchstwahrscheinlich noch im September, eine ganz wichtige Maßnahme treffen für legale Zuwanderung, nämlich das Fachkräftezuwanderungsgesetz. Wir sind da in den Endverhandlungen, auch in der Koalition. Und ich denke, das wird uns gelingen im September. Und dann werden wir, wie in der Koalition vereinbart, noch in diesem Jahr den Gesetzentwurf dafür vorlegen. Ich bin auch in Gesprächen mit der Wirtschaft, denn es ist ja im Interesse auch der Wirtschaft, Arbeitskräfte, die wir brauchen, auf einem legalen Weg in die Bundesrepublik Deutschland zu holen. Und da kann uns die Wirtschaft durchaus auch unterstützen, wozu sie auch bereit ist. Herr Minister Seehofer, der Kollege Ehrhorn würde gerne eine Zwischenfrage stellen. Das gilt für die verbleibenden 4 Minuten und 56 Sekunden auch. Dass ich. Ich würde die Redezeit anhalten. Sie dürfen ja oder nein sagen. Nein. War das undeutlich? Nein. Gut. Sie sind frei. Also das Fachkräftezuwanderung. Da möchte ich einen Vorschlag des Fraktionsvorsitzenden der FDP aufgreifen von gestern, dass er gesagt hat, es wäre ja mal erstrebenswert, wenn wir in dieser ganzen Thematik der Zuwanderung mal den Versuch unternehmen, ob es hier einen größeren gesellschaftlichen Konsens geben kann, auch zur Überwindung von Polarisierung. Wir werden also jetzt zuallererst einmal die Meinung in der Koalition bilden, den Gesetzentwurf machen. Aber ich hoffe, ich möchte Sie einladen, dass Sie sich dann beteiligen, dass wir bei einer so wichtigen Frage vielleicht sogar eine Zustimmung erreichen über die Koalition hinaus. Das möchte ich hier sagen. Das dritte Ausrufezeichen betrifft unsere Sicherheitsoffensive seit vielen Jahren. Da lege ich Wert drauf nicht. Wir beginnen jetzt nicht erst mit Sicherheit, sondern seit vielen Jahren wird eine Sicherheitsoffensive in der Bundesrepublik Deutschland durch den Bund durchgeführt. Wir führen sie jetzt noch weiter, aber ich möchte schon mal darauf hinweisen, dass diese Offensive auch gewaltigen Erfolg zeitigt. Wir haben bei der Kriminalitätsstatistik des Jahres 2017 die niedrigste Kriminalitätsrate und die höchste Aufklärungsquote seit 30 Jahren in der Bundesrepublik Deutschland. Und das ist wichtig. Wir haben in diesen Tagen wieder erlebt, dass ein starker Rechtsstaat eine starke Polizei braucht. Ich bin auch dem Bundespräsidenten dankbar, dass er vor einigen Tagen erklärt hat, wir brauchen eine starke Polizei. Und ich möchte diese Gelegenheit auch wahrnehmen, der Polizei auf verschiedenen Ebenen, den betroffenen Länderpolizeien aus Sachsen und Sachsen-Anhalt, aber auch der Bundespolizei und den Landespolizeien anderer Bundesländer zu danken. Denn bei allen Diskussionen, die wir hier geführt haben und führen, dürfen wir nicht vergessen, dass die Polizei hier einen sehr guten Dienst geleistet hat.
Meine Damen und Herren, ich möchte auch von meiner Person, obwohl ich es wiederholt öffentlich gesagt habe und gestern auch im Innenausschuss, noch mal ganz klar sagen, die Linie von mir persönlich und die Linie in meinem Haus. Bei uns gibt es null Toleranz für Rechtsradikalismus, null Toleranz für Antisemitismus, null Toleranz für Ausländerhetze und Ausländerhass. Und wo immer das stattfindet, wird es von uns ohne jeden Kompromiss verfolgt, meine Damen und Herren. Wir haben gestern im Innenausschuss und vorher in anderer Besetzung in der Parlamentarischen Kontrollkommission den Bericht und die Ausführungen des Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz gehört. Er hat umfassend und aus meiner Sicht überzeugend dargelegt seine Handlungsweise. Er hat manche Verschwörungstheorien überzeugend entkräften können. Und ich möchte auch sagen, er hat überzeugend Position bezogen gegen den Rechtsradikalismus immer und immer wieder. Ich kenne ihn auch schon länger und weiß dies auch schon länger, aber es ist auch wichtig, dass er dies gestern noch mal so eindeutig und wiederholt gesagt hat. Und meine Damen und Herren, es ist auch kein Mangel, wenn ein Präsident einer Behörde die Kraft aufbringt, ein Bedauern über die Wirkung seines Interviews zum Ausdruck zu bringen. Und deshalb möchte ich Ihnen auch sagen, hat der Präsident Maaßen weiterhin mein Vertrauen als Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind jetzt als Bundesregierung, als neue Bundesregierung, ziemlich genau auf den Tag, 6 Monate im Amt. Und wir hatten uns ja den Vorsatz gegeben, wir haben verstanden und wir wollen die Spaltung der Gesellschaft überwinden. Und wenn ich jetzt mal mir erlauben darf, die wichtigsten Maßnahmen in Erinnerung zu rufen in diesen 6 Monaten, dann war das nicht nur erstaunlich viel, was wir diskutiert und entschieden haben, sondern es dient auch sehr diesem Ziel, die Polarisierung, die sozialen Fragen in unserer Gesellschaft zu überwinden. Wir haben ein Rentenpaket verabschiedet mit einer Stabilisierung des Rentenniveaus auf viele Jahre, eine Verbesserung der Erwerbsunfähigkeitsrente, eine Verbesserung der Mütterrente. Wir haben ein Paket verabschiedet für die Arbeitslosenversicherung mit einer Senkung der Arbeitslosenversicherungsbeiträge um 0,5% und der Eröffnung von Fortbildungsmaßnahmen durch die Bundesagentur für Arbeit im Bereich der Digitalisierung. Die Kollegin Barley hat vorgelegt eine wirksame Mieterschutznovelle, die die galoppierenden Mieterhöhungen vor allem in den Ballungsräumen dämpfen soll. Wir werden jetzt das Fachkräftezuwanderungsthema finalisieren und in einen Gesetzentwurf gießen. Und, meine Damen und Herren, wir haben im Bereich der Migration ein ganzes Stück mehr Ordnung geschaffen. Und wir sind kurz vor dem Ziel, wenn noch eine europäische Lösung zustande kommt, dass wir sagen können, das ist das Regelwerk für die Zukunft. Wenn ich das alles nach 6 Monaten im Zusammenhang betrachte, denke ich, hat diese Bundesregierung eine vorzügliche Arbeit geleistet. Und wir haben unseren Auftrag aus dem Koalitionsvertrag ernst genommen, nämlich auf die Menschen zu hören, in ihrem Sinne zu handeln und die sozialen Fragen unserer Gesellschaft zu leisten. Und damit bin ich wieder bei meinem Aufgabenbereich, nämlich den Zusammenhalt in unserer Bevölkerung zu stärken. Ich danke. Nächster Redner ist der Abgeordnete Dr. Gottfried Curio, AfD.